Seit 100 Jahren besteht Deutschlands schönster geplanter Hecken- und Rosengarten nahezu unverändert. Mitten in der Baden-Badener Lichtenthaler Allee ist dieser symmetrische Architekturpark mit großen Brunnen aus einem schlichten Wandelgarten entstanden. Der Kaffeehändler Hermann Sielken hatte die aufwendige und prachtvolle Umgestaltung der Gönneranlage in Auftrag gegeben und bezahlt. Das war eben auch eine der Neuerungen nach der Jahrhundertwende. Der Park wurde ja 1900 angelegt zu Ehren des 25-jährigen Dienstjubiläums vom Oberbürgermeister Albert Gönner. Die imposante Brunnenanlage wurde nach dessen Ehefrau Josephine benannt. Der 9000 Quadratmeter Park wurde vom Karlsruher Architekten Max Leuger entworfen. Vor 100 Jahren war er der angesagteste Grünflächendesigner. Max Leuger hat damals das Konzept vertreten, der Park hier, der Rasen ist der Boden, die Hecken sind die Wände und der Himmel ist eben unser Dach und des Hauses, eben dieses Hauses, das er hier gestalten wollte. Und in diesem Haus wird am kommenden Freitag um 19 Uhr die Baden-Badener Philharmonie ein Freilichtkonzert spielen. Orchestermanager Arndt Josten weiß, warum dieser Platz ideal für klassische Musik ist. Wenn man hier in die Anlage reinkommt von der Lichtenthaler Allee, hat man sofort den Eindruck einer Opernkulisse. Und so haben wir unser Programm auch strukturiert. Wir fangen an mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Wenn man die beiden steinernen Gäste am Brunnen sieht, weiß man auch warum. Wir haben versucht, uns wirklich einzudenken in den inneren Geist dieser Anlage und schöne Musik zu machen. Und wir hoffen, dass viele mit uns zusammen zu dieser Geburtstagsparty kommen. Die Stuhlreihen stehen auf der Wiese, die Bühne wird direkt in den abgeschalteten Brunnen gebaut. Die philharmonische Parknacht in der Lichtenthaler Allee, wie auch jetzt das Konzert in der Gönneranlage, sind erst möglich geworden, nachdem die Stadt die Grünflächen für diese Nutzungen freigegeben hat. Dem jungen Gartenamtschef Markus Brunsing ist diese Entwicklung maßgeblich zu verdanken. Kritiker bemängelten im frühen 20. Jahrhundert, dass die Anlage im Sommer zu wenig Schatten biete. Aber eben am Abend, und so hat Max Leuger auch immer argumentiert, am Abend hat man hier noch die Wärme eben, um sich hier aufhalten zu können, was man unter den schattigen Bäumen in der Allee eben nicht mehr machen kann. Für eine laue Konzertnacht also bestens geeignet. Konzertkarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Sollte es am Freitag regnen, wird das Konzert am Samstag nachgeholt.